Ob du reich oder arm bist, ob du gesund oder krank bist, ob du fit oder fett bist, ob du Millionen auf dem Konto hast oder Schulden hast, ob du Macht hast wie der Präsident der Vereinigten Staaten oder ob du unter der Brücke lebst, spielt keine Rolle. Wir Menschen haben bestimmte Dinge, die wir alle gleich haben. Bestimmte Dinge, die wir gleich tun, wie auf die Toilette gehen, fällt mir gerade ein, wie Sport machen, schwitzen, wie zu Fuß laufen. Es sind immer die gleichen Dinge, die wir tun. Ja? Es sind einfache, simple Dinge, die jeder Mensch kann und wir das voll oft vergessen, dass wir eigentlich alle gleich sind und dass wir es selbst in der Hand halten, ob wir erfolgreich werden, ob wir fit werden, ob wir Macht haben, je nachdem, was uns wichtig ist und was wir bereit sind, dafür zu investieren. Arbeiten wir auch in diese Richtung. Wenn dir wichtig ist, fit zu sein, dann weißt du, was zu tun ist. Das habe ich gerade getan. Ich habe mich abgeackert, meine Schulter tut weh. Ich bin durchgeschwitzt, ich bin komplett nass. Ich laufe jetzt einfach nach Hause, ja? Und das spielt keine Rolle. Und wenn mich jetzt jemand hier auf der Straße sieht, wird sagen, was ist das denn für ein Penner? Wie ist der denn angezogen? Was ist das für eine Mülltüte, die er mit sich rumschleppt? Und der stinkt ja. Und so weiter und so fort, weißt du? Aber in einem anderen Moment sieht es wiederum ganz anders aus. Also was ich hiermit sagen möchte, ist, dass du Menschen auf keinen Fall an ihrem Äußeren betrachten solltest und einschätzen solltest, dass du Menschen auf keinen Fall in Schubladen stecken solltest, dass du Menschen auf keinen Fall unterschätzen solltest und dass du wissen solltest, dass wir alle Menschen gleich sind. Wir haben alle die gleichen Voraussetzungen. Wir sind an unterschiedlichen Orten geboren. Wir sind in unterschiedliche Familien groß geworden. Wir haben verschiedene Beziehungen. Wir haben unterschiedliche Freundeskreise. Wir haben besseren oder schlechteren Einfluss. Aber seitdem, wo wir 18 sind, haben wir die Kontrolle hier drin, in der Birne. Und da können wir uns jederzeit umentscheiden. Wir können uns dafür entscheiden, so zu machen, so weiterzuleben, wie wir bis jetzt gelebt haben. Oder wir können uns dafür entscheiden und unser Leben komplett verändern. Komplett auf den Kopf stellen. Im ersten Moment fühlt sich das sehr unangenehm. Es ist eine riesengroße Veränderung. Es sind sehr viele neue Sachen da. Wir kommen uns bescheuert vor. Wir kommen uns vielleicht auch so vor, dass wir uns selber verarschen, dass wir es nicht das sind, was wir jetzt vorgeben zu sein. Aber soll ich dir was sagen? Du musst es erst hier tief in deinem Inneren glauben und erst dann wirst du es auch im Außen sehen. Erst dann wirst du es im Außen sehen und erst dann wirst du die Erfolge ernten. Erstmal musst du daran glauben. Erstmal musst du die passenden Überzeugungen haben. Erstmal muss es ein Teil von dir werden. Ja, bevor du diese Erfolge auch im Außen siehst, bevor du diese Erfolge auf dem Konto siehst, bevor du diese Erfolge an deinem Körper siehst, bevor du diese Erfolge in der Familie, in der Beziehung siehst. Ja, es ist alles hartes Arbeiten, es ist alles hartes Dranbleiben, es ist immer wieder eine Herausforderung da, die wir meistern müssen und denk immer dran, du alleine entscheidest, wirklich nur du alleine entscheidest, wer du bist, wer du sein willst und was du auch erreichen wirst. Denn du alleine bist dafür verantwortlich, die richtigen Hebel umzusetzen. Du alleine bist dafür verantwortlich, die richtige Einstellung zu bestimmten Sachen zu bekommen. Und du alleine bist dafür verantwortlich, so lange Gas zu geben und so lange deinen Weg anzupeilen,
bestimmte Sachen anzupassen, bis du verdammt nochmal dein Ziel erreicht hast. Und davor hörst du nicht auf. Du beißt dich durch. Du machst so lange weiter, bis du dein Ziel erreicht hast. Basta, fertig, Feierabend. Ja? Und sag mir nicht, ja, ich bin aber in eine schlechte Familie geboren, ich wurde dies, ich wurde das, ich war arm, ich habe keine Ahnung. Erzähl mir kein Bullshit, das ist alles Mist. Ich bin auch nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden, ja. Ich habe auch eine schlechte Kindheit gehabt. Ich habe auch dies gehabt und das gehabt. Ich kann mich jetzt auch ausheulen. Aber wen interessiert? Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, was du warst, was du hattest, was du verloren hast und so weiter und so fort. Das Einzige, was jetzt eine Rolle spielt, ist, was du jetzt machst, in diesem einen Moment. Machst du etwas, was dich nach vorne bringt, oder machst du etwas, was dich nach hinten schiebt oder dich noch schlimmer einfach nur klein hält, unten auf dem Boden, und du noch selber mit den Füßen auf dir drauf trittst und gar nicht aufstehen willst, weil du dich bemitleidest oder damit beschäftigt bist, andere Leute vielleicht runterzuziehen. Hey, denk immer dran, wir Menschen sind alle gleich. Wir Menschen haben alle die gleichen Voraussetzungen. Wir Menschen haben alle die gleichen Herausforderungen, die wir zu meistern haben. Und nur ganz alleine du entscheidest, was du daraus machst. Nur du. Keiner kann dir sagen, du bist ein Loser in dem Bereich und in dem Bereich. Was glaubst du, wie viele Menschen mir damals gesagt haben, guck, du bist ein totaler Loser. Wie viele Menschen mich ausgelacht haben. Wie viele Menschen mich missachtet haben. Weißt du was? Irgendwann war mir das sowas von scheißegal. Irgendwann habe ich einen Scheiß draufgelegt, wer was über mich denkt. Irgendwann habe ich einfach nur mein Ding gemacht. Und da wurde ich super erfolgreich. Da habe ich geile Ergebnisse im Trading erzielt. Da habe ich geile Ergebnisse im Coaching verdient, weil ich es für mich gemacht habe. Und nicht für alle, die gesagt haben, nein, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, der Markt ist zu voll, es gibt zu viele Coaches, du bist undiszipliniert, du kannst nicht traden, dies und das. Was glaubst du, wie viele Leute es immer wieder versuchen werden, dich klein zu halten und dir es nicht zu gönnen? Wenn du dich von denen beherrschen lässt, wenn du denen glaubst und nicht dir glaubst, dann wirst du immer wieder drauf einfallen und wirst immer wieder Misserfolge erleben. Wenn du dir aber glaubst, wenn du dir vertraust, ist das das Beste, was du machen kannst. Das ist nicht nur das Beste, was du machen kannst. Das ist das Beste, was dafür verantwortlich sein wird, dass du all deine Ziele erreichst. Alles, was du haben willst, es ist alles da, es ist alles zu haben. Du musst es dir nur holen. Ich erzähle so oft meine Geschichte, weil es mir wichtig ist, dass du dadurch motiviert wirst und nicht, dass ich angebe. Wenn wir ehrlich sind, kann ich eigentlich gar nicht angeben, weil ich meine größten Ziele noch gar nicht erreicht habe. Ich habe viel größere Ziele. Ich bin im Moment so ziemlich am Anfang der Reise. Ja? Also wenn wir das so sehen, habe ich eigentlich gar nichts, womit ich angeben könnte. Ja? Viele Menschen sehen das vielleicht als angeben, weil ich von minus 170.000 Euro ein paar Millionen gemacht habe innerhalb von kürzester Zeit. Okay, es stimmt, aber es ist nur dafür da, um dich zu motivieren, um dir zu zeigen, dass es möglich ist. Ja? Es geht aber auch noch viel weiter. Was ist mit Donald Trump? Ja, er hat von minus 700 Millionen wieder ein paar Milliarden gemacht. Ja, was ist mit ihm? Ja, also du siehst, es gibt immer einen, der besser ist in irgendeinem Bereich. Versuche von den Menschen, die besser sind als du, in einem bestimmten Bereich zu lernen. Versuche, ihre Erfahrungen aufzusaugen. Versuche, das Beste davon für dich zu übernehmen, es umzusetzen, anstatt alles selber zu erleben, anstatt selber die bitteren Erfahrungen der Verluste zu machen. Das ist meine Botschaft heute an dich, dass du bitte alle Ausreden zur Seite schiebst, dass du einfach nur du selbst bist und dass du einfach dich dafür entscheidest, was du sein willst. Und dann fängst du einfach an zu arbeiten, dann fängst du einfach an dran zu arbeiten. Ja? Ich weiß, am Anfang ist es sehr schwer, aber glaub mir, wenn du einmal angefangen hast, wenn du den ersten Schritt gemacht hast, dann ist es super simpel und super einfach, weil dann einfach die nächsten Schritte folgen werden, weil du dann gar keine Wahl mehr hast, außer Gas zu geben.
Und wenn du an der Börse den ersten Schritt machen willst, wenn du an der Börse eine Karriere starten willst, wenn du an der Börse Geld verdienen willst, ich meine, wenn du es nicht willst, ist alles okay, dann hat dich dieses Video motiviert, dann mach es in einem anderen Bereich. Aber wenn du an der Börse Geld verdienen willst, dann kann ich dir helfen. Dann kann ich dir helfen, indem du einfach unter diesem Video auf die Links klickst und dich für die kostenlose oder für die bezahlte Ausbildung entscheidest. Es ist meine Botschaft heute an dich. Alles ist möglich. Mach es möglich. Ja? Du alleine hast es in der Hand. Hier drin. Du alleine. Kein anderer. Nicht dein Nachbar, nicht deine Frau, nicht dein Mann, nicht deine Kinder. Nur du alleine bist dafür verantwortlich, wer du morgen sein wirst, wer du in einem Jahr sein wirst und wer du vielleicht in ein paar Stunden sein wirst. Denn du alleine kannst umdenken, verändern und Großes schaffen. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg vom Herzen, wirklich nur die wärmsten Wünsche und Grüße. Und bleib dran, lass dir lieber Mut zusprechen, anstatt runtergemacht zu werden. Es ist ehrlich gesagt mein Geheimnis. So habe ich alles aufgebaut, was ich aufgebaut habe. Durch harte Arbeit, durch Glaube an mich selbst, durch Selbstbewusstsein, durch Lernen von anderen Persönlichkeiten, von großen Persönlichkeiten, von erfolgreichen Persönlichkeiten in den Bereichen, wo ich nicht so gut war. Nur so kannst du es schaffen. Ich wünsche dir alles Gute. Für die Ausbildung zum Daytrader klicke auf die Links unter dem Video und für dein neues Leben denke einfach um. Bis dann. Ciao.